jetzt sind wir nochmal live. Ja? Fangen wir von vorne an? Wir fangen wieder von vorne an, am besten. Wir haben, technische Probleme gehabt, ja. Also wir fangen einfach wieder von vorne an. So, es tut mir leid. Und wir hoffen, dass ihr schöne Ostern hattet. Also ich beginne jetzt einfach mal von vorne. Wir haben euch heute die neuesten Looks aus der Frühjahrskollektion. Kontaktiert uns unter 0177 7045 292. Besucht auch unsere Webseite, da haben wir wunderschöne Laden, die wir noch nicht präsentiert haben, aber auch viele, die wir schon präsentiert haben. Kontaktiert uns, wir werden euch im Lockdown gerne beraten, per E-Mail, aber auch mit dem Handy per Videocall beraten. Michaela hat dazu heute ein spannendes Thema. Bin gespannt, was sie dazu sagt. Hallo auch von mir, schönen guten Abend. Entschuldige bitte wieder für die technischen Probleme. Und zwar zeigen wir euch heute das Must-Have, die Bluse. Die Bluse ist aus unserem Kleiderschrank gerade in der Pandemie nicht wegzudenken. Wir sitzen den ganzen Tag am Computer und haben und da ist es auch, dass ihr auch toll angezogen seid, aber auch bequem soll es auch sein. Wir zeigen euch heute Abend 6 Looks. Jetzt zeige ich euch heute einen super sportiven, wie ihr den auch kombinieren könnt. Und zwar spiele ich gerne mit Accessoires, sei es mit Schals, mit Hüten. Die peppen so ein Outfit noch mehr auf. Hier über dieses Outfit habe ich diesen lässigen Pullover einfach mal drüber geworfen, weil wie heute können die Temperaturen auch im Büro mal fallen und dann könnt ihr über die Bluse auch diesen mal auf dem Bügel einfach drüber werfen. Wir haben hier Viskose als Material, sehr leichte Verarbeitung, V-Ausschnitt und das sieht auch mega aus. Die Jacke drüber. So, dann mein nächstes Lieblingsaccessoire ist die Handtasche. Da mag ich es auch sehr auffällig. Wir haben hier eine Liu-Jo-Handtasche mit goldenen Fitzen. Bietet auch sehr viel Stauraum. Hier auch ganz cool mit dem Gürtel. So, das zeige ich euch. Und sieht auch ganz lässig zu dem Look auch aus. Gerade diese Schwarz-Weiß-Verzierungen, die bringen mehr Pep in das Outfit. So, hierzu trage ich diese coole Lederjacke. Die ist aus einem feinen Lammnapper, also sehr leicht am Körper. Und die könnt ihr zu allem kombinieren, sei es auf eine Stoffhose, auf Kleider. Das sind so Teile, die in jede einfach Garderobe dazugehören. Dazu kombiniert ist diese flotte Bluse. Was sagt ihr dazu? Also ganz liebevolle Details. Wir haben hier leichte Faltenlegungen. Hier am Ärmelende diese verspielten Schleifchen. Die stören auch gar nicht, wenn ihr am Schreibtisch, am Computer arbeitet. Das ist nämlich mega. Die Qualität hier von Riani ist super. Wir haben Edge verarbeitet. Das auch hier um. Und natürlich diese mega coole Schluppe, die könnt ihr tiefer setzen, offen, wie viel ihr wollt. Und einfach in einer hellen Waschung von Riani an. Die ist ganz besonders in der Skinny-Form, die ist leicht vom Jeans-Material mit sehr viel Stretch-Anteil. Also die schmiegt sich wirklich hier komplett um den Körper und das Besondere ist, die Jeans ist sehr, sehr hoch geschnitten, so dass auch der Bauch schön hat euch gefallen. Und ich halte euch mal die Preise in die Kamera. Die Lederjacke kostet 439,95 €, Bluse 179,95 €, Jeans 179,95 €. Der Strickpullover. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Bis gleich.
So, hier trage ich ein Outfit von zum Teil von Marc Aurel, eine Tweedjacke in den angesagten Farben Beige mit den Trendthemen goldene Knöpfe. Man sieht sie auch am Ärmelende, die Goldknöpfe. Ein absolutes Must-Have. Dazu in dem Saum sieht man Lurex-Fäden und Strasssteine. Und zwar schimmert das schön im Licht. Jetzt müsst ihr es vorstellen, ihr seid draußen. An der alten Oper, die Sonne scheint. Ihr seid so schön in dieser Tweedjacke von Marc Aurel. Die Jacke ist super leicht. Man kann sie auch im Sommer abends an, wenn die Tage etwas frischer sind. Aber es ist auch eine super Jacke für ein Business-Outfit. Unten drunter habe ich eine Bluse aus reiner Viskose, gerade für euch, die etwas allergisch sind an Materialien. Ich gehöre zu den Menschen, mir ist es besonders wichtig, dass die Stoffe sich anschmiegen an der Haut, dass sie nicht kratzen. Hier haben wir ein Muster in schwarz-beige, das sind auch die Trendthemen. Dadurch kann man auch verschiedene Schuhe in schwarz-beige oder braun tragen, super zum Kopf. Die Bluse ist in einem leichten Oversize-Schnitt zu haben. Ich empfehle hier immer eine Nummer kleiner. Also wenn ihr 38 trägt, dann auf jeden Fall in 36 bestellen. Aber wir beraten euch da auch sehr gerne. Dazu habe ich eine Hose von Liu Zhou an in einer Skinny-Form. Das ist eine leichte Frühjahrshose, die man auch im Sommer anziehen kann, aber auch in den... Die Hose hat hier aufgesetzte Reißverschlüsse an der Seite und kommen jetzt zu den Preisen. Die Marc Aurel Jacke in Tweed Optik, die kostet 249,95 €. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler. Die Bluse kostet einen Moment. Oder steht es hier richtig? Hier steht nämlich 259, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Die Bluse kostet 129, also der Preis stimmt nicht. 129 und die Hose kostet 159 €. Wir haben die Größen, ganz wichtig, 30 bis 44. Und ich habe vergessen vorhin zu sagen, dass wir montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr erreichbar sind. Ich sehe mich hier gleich schon fertig mit ihrem wunderschönen Frühjahrslook. So, jetzt komme ich wieder zu meinem Look. Und zwar habe ich hier einen mega Business Look. Hier machen aber die Schuhe das Outfit mega cool stylen, auch mit weißen Sneakern, wer es bequemer mag. So, ich habe hier einen Liu Zhou Blazer. Der ist super, der schmiegt sich am Körper, gerade wenn ihr sehr viel am Schreibtisch. Ihr seht immer gepflegt aus, vor allem die Farbe, die ist einfach mega. Gerade heute bei dem Wetter, wir ein bisschen den Frühling ins Büro. So, habe ich diese Bluse und zwar, ich liebe sie mit dem Polka-Dots. Also die ist so verspielt, so süß gemacht, die ist aus Viskose. Das Schöne ist, sie ist bügelfrei. Gerade die Damen, die müssen dieses Stück einfach haben. Das ist, die ist sehr lang, damit das ein bisschen verspielter wirkt und einfach den Look noch ein bisschen aufpeppt. So, in Kombination zu dieser Hose war, ist es eine Art Leggings, eine 7/8-Form. Die ist einfach super am Körper. Die ist bügelfrei. Die könnt ihr auf 30 bis 40 Grad waschen. Und gerade wenn ihr viel, also die ist bequem. Also ihr braucht einfach oben ein schönes Teil und ihr seid angezogen, Pullover oder wie auch immer, die ist super. Und zwar hat die hier einen Gummizug um die Teile und die macht einfach eine tolle Figur. Also die Hose ist bei uns ein der Bestseller allgemein. Und die haben wir in den Farben Beige und Schwarz und in dem Dunkelblau, was ich euch gerade präsentiere. So, dann kommen wir kurz zu den Preisen. Wir haben hier einen Blazer von Liu Zhou, der kostet 179,95 €. Die Bluse von Riani mit dem Polka-Dot
179,95 und die coole Leggings von Riani 119,95. So, ich sehe gerade, die Mariana braucht noch einen Augenblick. Dann zeige ich euch einfach weitere Lieblingsstücke. Unsere Bluse. Und zwar auch hier ein ganz mega cooler Look. Wir haben hier eine tolle Businessbluse mit einem Stehkragen, mit einer verdeckten Knopfleiste. Das Besondere, wer längere Ärmel hat, kann die Bluse auch hier in verschiedener Weise tragen. Die Ärmel sind hier extra lang gestaltet. Hier mit einem dekorativen Galonstreifen. Also die sind super. Und hier sieht man auch hier diese Streifen, der zieht sich komplett über die ganze Bluse. Wir haben eine verdeckte Knopfleiste und wir haben noch weitere tollen Teile. Also Mariana sehe ich gerade, sie ist schon fertig und ich übergebe alles weiter der Mariana. Bis gleich! Hat etwas gedauert mit dem Business-Look. Hier sind schon einige Lagen, die man anziehen muss. Hier setze ich das Trendthema weiterhin fort. Man sieht an den Bläsern die Goldknöpfe. Ich trage hier einen navy-blauen Bläser von Liu Zhou. Der Bläser ist insgesamt etwas enger und kürzer geschnitten. Man sieht es hier auch an dem schönen raffinierten Taillenschnitt. Er ist aus... Dazu habe ich eine ausgefallene Bluse von Liu Zhou kombiniert. Und zwar möchte ich gern hier die Schluppe am Ärmelende betonen. Das Besondere ist, man kann sie schön nach oben ziehen, um einfach, wenn man im Büro arbeitet, damit es nicht stört an der Tastatur. Ansonsten ist das ein ganz ausgefallenes Schmuckstück. Hier mit einem Gummibund. Der Vorteil ist, es wird alles schön kaschiert. Gerade wenn man ein bisschen Corona-Kilo bekommen hat. Hinten ist die Bluse ein Tick länger geschnitten. Mit einem schönen tiefen V-Ausschnitt. Man kann dazu auch eine tolle Kette nochmal tragen, um das Outfit noch mehr in Szene zu setzen. Ich habe dazu eine klassische Liu Zhou Business-Hose angezogen. Die Hose ist gerade geschnitten und es ist ein Klassiker. Wir haben diese Hose in den Größen 34 bis 44. Passend, damit man auch, es wird wieder ein bisschen frischer, dass man rausgehen kann auf die Straße, empfehle ich diesen Mantel von Marc Aurel. Der Mantel ist für mich ein bisschen zu groß. Die kleinen Größen sind ausverkauft. Wir haben die Größen 38 bis 44. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass er mir ein bisschen zu groß ist. Aber das ist ein Klassiker, der nicht aus der Mode geht. Hier vorne zum Binden. Das ist ein super Mantel, den man immer tragen kann. Sportiv zu Jeanshosen und Sneakern oder eben auch als Businessmantel. So, kommen wir zu den Preisen. Der Mantel von Marc Aurel kostet 390,95 €, die Bläser 139,95 € und die Hose 119,95 €. Bis gleich. So, jetzt komme ich zu meinem nächsten Outfit. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht mega? Also alles bequem, alles pflegeleicht. Und zwar habe ich hier einen Armybläser. Den haben wir auch im Geschäft. Ich euch in der Farbe schwarz. Den hätten wir in einem Bordeaux-Rot und blau. Das ist ein Basic-Teil bei uns. Er ist schön tailliert. Auch hier mit den Army-dekorativen Schlaufen oben. Also ganz süß gemacht, sieht auch super aus auf eine Jeans. So, dazu in Kombination wieder das Must-Have der Saison, die Bluse. Ganz süß gemacht hier mit dezenten, liebevollen Details. Wir haben hier
ganz lässig umkrempeln oder auch nach oben shoppen, was das Outfit auch noch ein bisschen Sportivität hergibt. So, oder eine Art Lässigkeit. Klapptaschen hier an der Brust, dekorative Faltenlegungen hier um den Hals herum und Kugelketten, die die komplette Bluse bis nach unten zieren. Das sind so liebevolle Details von unserem skandinavischen Leben. So, und dann natürlich hier der Gummizug, der kaschiert sehr viel. Ihr müsst die Bluse nicht in die Hose stecken. Das ist nämlich das Besondere. Die Bluse ist sehr pflegeleicht, ihr müsst sie nicht bügeln. Das sind diese Materialien. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wollen wir es lässig, gemütlich, aber nicht desto trotz schick haben. Und hierzu empfehle ich euch diese Hose. Die ist von Gustav Schwarz gehalten mit beigen eine Art Dynamik der Hose geben und oben drüber würde ich euch empfehlen, einfach clean zu bleiben, damit die Hose zur Geltung kommt. Also es ist ein sehr bequemes Outfit, die Hose ist auch waschbar auf 30 Grad und ihr müsst sie nicht bügeln. Das ist das Besondere bei dem skandinavischen Label. So, dann zeige ich euch noch mal kurz die Preise in die Kamera. Wir haben hier den Blazer von Rina. Die lässige Bluse in dem Beige gehalten. Also ich hoffe, die Looks gefallen euch und ich zeige euch noch mal ganz schnell auch hier die Bluse, auch von By Me. Es ist auch Blusendesignerin, deutsch, etwas länger, tailliert komplett mit einem Stehkragen. Das ist das Besondere, ein V-Ausschnitt. Wir haben hier eine verdeckte Knopfleiste, das ist das Besondere. Und die Bluse kann auch hier durch über die Schlitze lässig gekrempelt werden. Die sieht auch super aus zu einem Anzug. Also ein toller Klassiker, die würde ich euch gerne auch ans Herz legen. Es gibt noch weitere tolle Teile. Noch was ganz Lässiges. Und zwar hier in der Kastenform. Ist die nicht süß? Schaut mal. Das ist eine Kastenform, die ist von Riani. Auch eine Halblänge ist das. Das heißt, wenn ihr eine Leggings anhabt, die ich vorhin anhatte, die dunkelblaue, die würde dazu super passen. Wir haben hier einen tollen Kragen, wieder eine verdeckte Knopfleiste und hier auch super tolle. Das ist nämlich das Besondere. Also wir haben super, eine tolle Auswahl an Blusen und das waren so Klassiker. Und die Mariana kommt ja schon, dann übergebe ich der Mariana. So, kommen wir zu meinem dritten Frühlingslook. Hier sieht man ein, also die Tage werden ja Gott sei Dank, es wird wieder ein bisschen wärmer. Und ich habe hier eine, die Jacke, kommen wir später zu der Jacke, erstmal zu dem Halstuch, ein Viskose Halstuch. In den wunderschönen Trendfarben Blau, Beige und Weiß. Hier sieht man ein Leo-Muster. Animal Print setzt sich in der Modewelt nach wie vor fort. Dann sieht man hier so leichte Schmuckstücke am Ende. Das Tolle ist, wer das nicht mag, der kann das ohne Probleme abschneiden. Ich persönlich finde es sehr schön, weil es einfach nochmal den Schal in Szene setzt. Dazu trage ich eine Safari-Jacke von Marc Aurel mit einem Stehkragen. Ich versuche mal meine Haare ein bisschen zur Seite zu machen, dann sieht man das auch. Hier auch mit aufgesetzten Brusttaschen. Hier sehen wir ein Bereich von nachhaltiger Mode. Die Jacke, die ist sehr leicht, kann man sehr gut im Frühjahr, aber auch im Sommer anziehen. Herbst. Ohne Innenfutter, dadurch auch atmungsaktiv. Hier sieht man das, sehr, sehr leicht. Dazu habe ich eine himmelblaue Bluse von Marc Aurel angezogen. Die ist super, super leicht. Und hier sieht man die ausgefallenen Pufferärmel.
auch am Ärmel nach oben shoppen, dann hat man eine kurzarmige Bluse, die ist aus einem unten drunter ein Top. Ich habe hier ein weißes kombiniert. Man kann natürlich auch ein bisschen pinkfarbenes anziehen oder schwarz. Und das Besondere, Michaela, soll ich die Ärmel nach unten ziehen? Nein, alles gut. Ja, und das Besondere sind hinten an der Schulter ausgefallenen Faltenlegungen. Die Faltenlegungen, genau. So, ich habe es ein bisschen fresh geschnürt. Man kann es natürlich auch offen tragen mit einem coolen Top. Dazu habe ich eine Liujo-Jeans kombiniert, eine High-Waist-Jeans. Eine High-Waist-Jeans. Und zwar geht der Trend immer mehr um, hier alles gut verpacken kann. Ja? Und damit meine ich Fettpolsterchen, die man sich zu Corona-Zeiten vielleicht eingegessen hat. Die Hose ist insgesamt gerade geschnitten in einer Used-Waschung. Und sie hat 4% Elastan, dadurch ist sie super bequem. Ich habe hier einen passenden Gürtel zu meinen Schuhen kombiniert. Viele denken, dass man einen Gürtel nur trägt, damit die Hose hält. Nein, das ist falsch. Man trägt Gürtel als Accessoire, so wie wir Schmuck tragen. Kommen wir zu den Preisen. So, der Blazer kostet 229,95 €. Dann die Bluse 119,95 €. Jeans 139,95 €. Schal 79,95 €. Und der Gürtel aus feinem Rindleder 39,90 €. So, wir sind, glaube ich, zum Ende gekommen, Mariana. Boah, ging das jetzt auch schnell. Heute war es aber schon. Teile zum Anziehen, die man vielleicht auch nicht so sieht, die einfach unten drunter sind. Wenn euch irgendwas gefallen hat, fühlt euch wirklich frei, uns zu kontaktieren. 0177 7045 292. Michaela und ich sind jeden Tag von montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr im Shop. Fühlt euch frei, kontaktiert uns, besucht die Webseite, da sind auch weitere Looks drinnen. So, ja. Ansonsten Viertel vor acht und seid dabei. Bis dann, bleibt gesund. Bis Mittwoch, tschüss.